Moin Lotto! Und herzlich willkommen hier zurück bei einem wunderschönen Video. Ich hatte kurz überlegt, ob wir hier in diesem Video über die Insolvenz einiger YouTuber reden sollen. Aber dann habe ich gemerkt, es ist doch Wichtigeres passiert. Ich weiß nicht, ob man darüber Witze machen darf. Wir lassen das einfach mal. Denn ich habe stattdessen wieder geguckt, beziehungsweise eigentlich wollte ich auf Kommentare eingehen, bin dann aber zu einem Ort gelangt, der wahrscheinlich etwas Spam beinhaltet, 31.000 Mal, mit wichtigen Sachen, mit wichtigen Themen, mit wichtigen Fragen. Zum Beispiel unter dem Video, wo ich das Einhorn-Magazin mir angeguckt habe. Ich will mich auch beruflich mit Einhörnern auseinandersetzen. Ja, das sind so Kommentare, da sitzt man hier und reflektiert erstmal, was man eigentlich für eine Scheiße macht. Ich hoffe, meine Mutter ist immer noch stolz auf mich, aber ich glaube, es gibt schon Schlechteres, was man machen könnte. Man kann sagen, ich lebe den Traum einer jeden Fünfjährigen. Wenn das nichts ist, du ist doch egal, ob die Fake sind, du stark. Zweimal das Wort in einem Satz. Danke, YouTube, dass ich das übrigens piepen muss, wobei das Piepen auch erkannt wird, aber wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, weil die mich nämlich jetzt wegen der Monetarisierung fragen, ob böse Wörter im Video vorkommen. Also, nein. Nein. Ja, dieser Kommentar stand unter einem Video, wo es um die Prank Bros geht, was vor 2 Jahren rausgekommen ist. Und immer noch stört ihn das Ganze. Wobei ich auch glaube, dass man von Menschen, die Prank Gang heißen, nicht unbedingt viel erwarten kann, weil deren IQ ja doch höher ist als der Kontostand bei Krappi. Na, jetzt habe ich es getan. Einen makabren Witz über die problematische Lebenssituation eines armen Menschen. Also arm. Wo bekommt ihr eigentlich diese Präsentation her? Stand unter dem PowerPoint-Karaoke-Video. Und ich habe es 50 Mal gesagt, trotz 4 Folgen erst, die rausgekommen sind. Oder 3? Ich glaube nur 3. Diese Präsentationen werden selber für uns erstellt. Da setzt sich jemand hin, überlegt sich, worüber können wir lachen und macht das dann. Keine Website, nicht geklaut, nirgendwo. Und deshalb gibt's sie auch nicht zum Download. Ich habe schon länger überlegt, ob ich das so machen soll, dass ihr auch Präsentationen einreichen könnt. Wir gucken da mal drüber und dann können wir die auch selber nehmen von euch. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das haben wollt und ob ihr schon ein paar Ideen habt. Wenn ja, können wir irgendwie eine E-Mail-Adresse einrichten, dann könnt ihr die da hinschicken. Ich glaube, dann wird das irgendwie über Twitter oder Instagram oder so bekannt gegeben. Mal gucken. Cooles Video. Aber könntest du den Link der Seite zur Verfügung stellen? Ich würde gerne mit meinen Freunden auch ein paar Runden spielen. Die Präsentationen für uns erstellt. Keine Seite. Nichts. Oh no. 4 Minuten 43. Wait a minute. Was hast du da gemacht? Und ich habe mich auch gefragt, was habe ich da gemacht? Und ich habe nachgeguckt. Ja, und ich habe mich gefragt, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja, ich weiß, es wird darauf abgezielt, dass es aussieht, als würde ich Drogen nehmen. Ich hoffe, das Wort reicht jetzt nicht für YouTube aus, um das Video zu entmonetarisieren. Aber ich habe Zwiebelgeruch durch die Nase gezogen und ich habe mich auch gefragt, was habe ich da eigentlich gemacht? War nicht unbedingt eine meiner besten Ideen. Oh, das war dämlich. Erbsensuppe. Danke für diesen geistreichen Kommentar, der so viel mit diesem Video zu tun hatte. Er hat mein Leben bereichert. Ja, gut, dass wir das hatten. Jetzt können wir mal wieder zu den guten Kommentaren gehen. Erbsensuppe! Merkwürdig, dass 31.000 Spam-Kommentare in diesem Ordner sind. Ich habe mir die Hey gekauft wegen den Postern, weil in der Bravo viel weniger drin sind. Hey, ich habe einen großen Eimer voll Erbrochenes aus dem Krankenhausmüll geklaut, weil im kleinen Eimer voll Erbrochenes aus dem Krankenhausmüll viel weniger Erbrochenes drin war. Genial, genial. Kannst du eine Analyse zusammen mit den Space Frogs machen? Da geht's ja um die Zeitschriften-Magazin-Analysen. Ich kann mir aber leider nicht immer aussuchen, mit wem ich aufnehme. Also, ich glaube, das wäre schon echt cool, das wäre echt ein lustiges Video. Aber das ist halt manchmal nicht ganz so einfach, mit Leuten aufzunehmen. Also, ich würde gerne. Knaust auch so weiter unser Format. 15 Wissenschaftspraktikanten sind in den Säureminen bei der Entwicklung dieses hochinnovativen Formats gestorben. Und du denkst, du kannst das einfach so kopieren? Ihr Blut klebt jetzt an deinen Händen. Wenn du was drehen willst, musst du wohl mal nach Berlin kommen. Wir sind zu faul, irgendwo hinzufahren. Okay, also, ich hab... Ich muss auch nochmal... Ja, hier ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und... Also, es fliegt auch kein Zug mehr nach Berlin. Ja, ich wollte so gerne mit den Space Frogs aufnehmen. Aber mich fragt ja wieder keiner. Hola, Grüße aus Spanien. Was soll ich damit anfangen? Das freut mich sehr, dass du jetzt in Spanien bist und auch schon ein spanisches Wort gelernt hast. Solche Kommentare erinnern mich immer an diese Grußvideos, die es auch auf YouTube gibt. Völlig nichts sagen. Da kannst du lieber gar nichts schreiben. Spaß, geilste. Boah, es wäre so toll, mehr davon zu bekommen. Wie soll ich einen guten Morgen haben ohne ein guten Morgen-Video? Geht nicht. Zum Thema Podcast, der Brainpain Podcast. Vielen Dank für euren Support an der Stelle. Hat einer geschrieben, wöchentlich feier ich. Und jemand anders hat geantwortet. Naja, macht dir nicht zu viel Hoffnung. Und an der Stelle lässt sich
nur eines sagen. Link zum wöchentlichen Podcast unten in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob wir das mit den Präsentationen so machen sollen. Dann richten wir da mal was ein. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, weil dann verpasst ihr kein Video mehr. Das war's von mir an der Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.